Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns theoretisch auf der Suche nach einer Vault gemacht in der Nähe von Diamond City, sind aber natürlich über alles Mögliche gestolpert, von der sich gerade bewegt. Ach, schon wieder. Und ja, eine Vault-Clunchbox habe ich hier gefunden. Ja, damit. Aber ein Löffel da drinne. Blah. So, warum willst du da drin stehen, Kumpel? Was stimmt mit dir nicht? Und ja. Okay. Und natürlich so ein Affe. Okay. Weiter im Text. Jetzt mit einem Punkt mehr charmanter. Jetzt ein Punkt mehr charmanter als vorher. Körperlich als auch geistig. Aber irgendwie. Warum ist hier mein Mikro? Hilfe bei der Verteidigung von Außenposten Simonia. Ach, die passen schon auf mich auf. Wenn ich irgendwann meine ganzen Siedlungen mal besuche. Der ist nicht echt. Das Gas. Wenn ich irgendwann meine ganzen Siedlungen mal wieder besuche, dann sind die alle tot, ne? Okay. Freut mich. Schon immer solche Dinger dran. Aber irgendwie sitze ich voll ungemütlich gerade. Das geht nicht. Ah. Oder hat Mikros irgendwie zu niedrig? Irgendwie sowas. Man hat gehört? Okay. Jetzt immer noch ungemütlich, egal. Überall sind so Kreuze, also weil ich, der spricht da nicht mit mir, oder der Typ? Oder tut er einfach nur jeden hier? Wie schön. Wird er einfach so oft irgendwie besucht, dass der, weiß ich nicht, im Standard solche Dinger platziert, so, ja. Nächste, der jetzt hinkommt, der macht sich so in die Hose. Boah. Schon wieder. Was geht? Okay. Hey, nicht aufstehen. Liegen bleiben. Danke. Oh geil, Schlosshaltung. Verdammt noch mal heute. ja. Verdammt noch mal hier. Schlossknacken ist dauert einfacher. Wie viel habe ich davon? Ganz mal sein, nein. War jetzt ein Boss auf Schlosser knacken. Oh, hi. Sehr geehrter Detective, ich glaube, ich habe schon zwei verpasst, ne? Erst wehgetan. Gut, ich weiß, dass das, was Sie gesagt haben, nicht so gemeint war. Und ich vergebe Ihnen, Detective. Das Spiel das wie es. und wir haben alle Zeit der Welt, einander kennenzulernen. Okay. Ist aber kein Ghoul, der mit mir spricht, ne? Weil wir sind ja auch viele tote Ghoul, also nehme ich mal an, der macht auch ein paar von dem platt. Wenn das ein Ghoul wäre, dann würde man das raushören. Ich gar nicht, dass er. Und
Deine sollten nicht rassistisch klingen, aber die klingen wirklich so. So, Right Away brauche ich mal. Wo ist denn McCready? Da. Ruhig bleiben. Jawohl. Ruhig Beine ab. Irgendwie broken der Teil. Ja, irgendwie schon, ne? Ich bin auf eine Todeskralle losgehen. Wird bestimmt funktionieren. Okay, das ist aber auch schon mal ein Zeichen dafür, dass diese ganzen Nachrichten nicht an uns hier gerichtet sind. Einen Flammenwerfer. Kann ich den mitnehmen? Nö. Lass doch was von dem Müll liegen. McCready, komm mal her. Aufgepasst. Commonwealth Sparkasse McCready, stets zu Diensten. So. Meine Güte, was hat der denn alles mitgenommen? So, nimm du den Flammenwerfer. Weh, du schießt damit. Ah. Dann schieß ich mit dir. Ja. Versucht euch das mal bildlich vorzustellen. Schießt so kleine McGreevies auf meinen Gegner. So. So. Ja, genau so. Ja. Weil er benutzt, glaube ich, sowieso immer nur seinen Standardteil. Oder warte mal, komm mal her. Was nimmst du gerade als Waffe? Aufgepasst. Sollen wir dann die Beute abteilen? Aufgepasst. Ja, du hast deine Standardwaffe noch ausgerüstet. Sehr gut. Ah, wo ist der Typ? Da ist er hinten. Falls der Typ überhaupt noch lebt. Na. Ja, eine Verstrahlte. Du bist aber nicht bösartig. Okay. Jetzt bist du bösartig. Und da schwimmt es. Erst wenn die im Dschungelcamp mal sowas essen. So eine riesigen Kakerlake, so. Ah, stellen sich ja schon bei so winzigen Dingern an. Okay, hier ist eine Sackgasse. Kann nämlich sein. Hallo? Ist ja gar nichts. Bin ich jetzt mit dem Flammenwerfer hier reingegangen oder wie? Also alles? Ich mir nicht vorstellen. Das soll irgendwas sein. Ich bin mal übersehen hier. Ich komme ja wieder hier zum Anfang. Was ist denn hier? Machete. Stehe nicht. Warum klingen die Wände, als wären sie aus... Egal. Hier war ich schon, ne? Ja. Alles. Ich habe irgendwas übersehen. Ich bin ein Flammenwerfer hier, ne? Oder hier bin ich nicht durchgegangen, oder? Doch. War jetzt echt für den Flammenwerfer, du? Mein Flammenwerfer ist gut, aber ich hab schon einen.
Dachte er irgendwie eine einzigartige Waffe oder so. Die Karte bringt irgendwie nichts. Zeigt einem nämlich immer die Orte in Schwarz an, wenn man von dem weit entfernt ist. Wisst ihr, weil würden alle Orte, die ich schon mal irgendwie gesehen habe. Na, hä? Ist das doch ein neues Gebiet? Nee, von da kam ich doch. Hä? Hä? Dann fahr ich hier gleich runter, ne? I don't get it. Bin ich wieder am Anfang, ne? Toll, bravo, das hat sich ja voll gelohnt. Ja, dann wieder raus hier. Das hat ja voll gelohnt, ey. Gut. Dann gehen wir zu unseren ursprünglichen Paaren zurück und suchen Vault, was auch immer. Vault, die wir mal gesehen haben. Ich habe ja schon auf HOD gesehen, wo sich die Vault befindet. Müssen wir die nur noch finden. Wegen potenziellen Loot. Nehme ich an. Ich würde sagen, wenn wir die aber gefunden haben, gehen wir erstmal shoppen und so, damit ich meine ganzen Sachen loswerde. Na, wo ist die Vault? Nicht mehr in der Nähe da. Weil ich bin kurz davor, hier es mal schleppen zu können. Also müssen wir mal gucken. War ich da schon drin, ne? Ich glaube, ja klar, eben nicht hergekommen. So, da. Ja, genau, hier war das. Warte mal hier. So, ich dachte, da kann man rein. So, irgendwo da. Ach so. Irgendwo da war die Vault. Nur standen so ein paar Leute davor und dann kam irgendwie so ein Yaogwai. Hat mich angegriffen, welcher zu dem Zeitpunkt noch unbesiegbar für mich war. Was ist du denn? Wir teilen das alles, nicht wahr? Und von allen Viechern, ne? Ja, genau, hier waren noch ganz viele Blähfliegen, die mich, glaube ich, genervt hatten. Also bin ich ja vorbereitet, jetzt bin ich stärker, jetzt bin ich mächtiger. Hat da keine Chance mehr gegen mich. Ich dachte, da wären Meierlock-Eier. Oh Gott. Ich finde niemanden. Verdammt! Wir sind hier, du Spatzenhirn. So. Du auch. Schieß dich vom Himmel, wenn ich treffen würde. Insekten nur so schwer zu erlegen. Dann fliegt auch wieder so ein Viech. Ja, was ist denn hier? Hey. Das dauert nicht lang. Okay, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Oh mein Gott. Das war voll aus Versehen, ich schwöre. Meister-Safe, den ich hätte nicht öffnen können zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ja, in absoluter Wahrscheinlichkeit nicht. Absoluter Sicherheit, meine ich.
Ist absolut wahrscheinlich. Hi. Und Kong Kong. Ich liebe es, sie so einzeln aufzusammeln. Oh. Schade, dass es nicht mehr diese Sternkrocken gibt hier. Wie in New Vegas, diese Sunset Sarsaparilla Sternkronkorken. Das hatte ich auch irgendwie eine Nebenquest für, wenn man so ein paar davon gesammelt hat. Und Leute haben einen echt irgendwie angegriffen für diese Dinger manchmal. So random Encounter, sag ich mal. Was macht er denn hier? Geht's da noch hoch? Nee. Ah! Ah! Okay. Entschuldigung, Band abspielen. Edwins Tagebuch, okay. Willkommen, Edwin. Wählen Sie einen Eintrag. Wir sind nicht mal kurz vor Sonnenuntergang drin. Verdammt, Raider, ich werde ein, zwei Wochen morgen, um das wieder zu säubern. Wissen, wie schön es war, vor der Straße zu kommen. Best scheint sich gut einzulegen. Das ist 10 Jahre vergangen. Ich weiß gar nicht, wie Annika die Schrotflinte auf mich gerichtet hat. Dann haben wir ein paar Bläflingen. Best verletzt. Ich habe sie vorher widerliche Viecher. Ja, den habe ich gerade zu spüren bekommen. Schnell, ich saß an Denken, haben sie, oh, wie früher, wie sie jetzt drei Meter. Ich war am Fischen, als die Insekten zurückkamen, Bläfliegen. Ach, da war die Kuh, genau. Ja, ich habe ein paar gute Schüsse hingelegt. Allerdings das Boot, Kinder, ich muss zuschwimmen. Und ich finde, ich was in der Tasche gefallen, als das Boot gekentert ist. So, das ist alles, was ich hier, das habe ich. Medaillon, okay. Ah, da. Der Medaillon verloren, okay, guck mal. Er kommt dauernd. Oh, hallo. Ihr kriegt mich nie, wenn ich tauche. Was hat Medaillon? Wer ist nur so ein nur noch 15 Teil? Oh Gott. Alter, wie hoch die fliegen. Warte mal. Ha! Nein, 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 nein! Ach Mann! Vergiften der Gegner, ihr geht mir so auf die Nerven. Ja, ich bin doch nur auf der Suche nach so einem Kack-Medaillon. Wahrscheinlich bringt's das noch nicht mal, aber pff. Trotzdem, geht mir nicht auf Nerven jetzt. Chameleon Tour ist gerade was? Muss ich in der Aufnahme nochmal lesen. Oh, naja, ist halt irgendwie wichtig. So. Boah. Lass mich durch, Mann! Er wächst den Kreis der Blitze zu betreten. Au!
sind die. Was hat Kackmedaillon jetzt? Das wird sich nicht lohnen, ne? Es ist einfach nur so ein Silbermedaillon oder so, ne? Sag mal, kommen die, wenn ich hier irgendwie tauche oder was? Aua, was ist das jetzt schon wieder? Da funktioniert der Teil noch. Boah, echt? Ich hasse diese Insektenviecher. Boah, vergiss mal, hier. Hab keinen Bock mehr auf das. Wenn diese Viecher natürlich hier hinkommen, wird richtig auf die Nüsse. Aber wir haben Bock gegen diese Kackfliegen hier die ganze Zeit zu kämpfen, wie wir einen Schlag hier weghauen wieder. Ich muss die erledigen, weil da ein Vault ist. Wo muss ich da rum? Da ist es. Gott sei Dank. Könnt mich mal. Tschüss. Und da standen, als ich da letztes Mal hingegangen bin, ein paar Leute vor. Aber das ist natürlich wieder 80 Parts ja ungefähr. Welches Volt ist das? Volt 81. Oh, ich dachte. Gut. Schön. Wir sind jetzt kein Empfangskomitee, das ist gut. Habe ich nicht von irgendjemandem erledigt hier. Okay. McGree, lass mal reden. Hey. Hier, damit solltest du eine Weile durchhalten. Oh, danke. Ich wollte nur mal fragen, wie ist deiner Meinung nach zwischen uns? Hey, wo ist mein Halstuch? Mit dir zusammenzuarbeiten ist auf jeden Fall besser, als mich in Good Neighbor zu betrinken. Mehr gibt es nicht. In Ordnung. Okay. Gut, wir können ja schon mal reinluxen. Oh, okay. Ich werde aber wahrscheinlich da mittendrin rausgehen und dann ja. Nicht geöffnet. Ja, okay. Habe ich direkt neben meinem Volk gewohnt. Das sind schlimme Erinnerungen, auf die ich gern verzichten würde. Okay, gucken wir mal. Hof. Stehen bleiben. Wort 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Okay. Da ist der Edwards. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was ist dein Pech? Hier nach 81? Bin auf die Durchreise, ich bin ja. Auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir.
Ein Waldbogen, eine Hatsch habe ich nicht. Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Habe ich. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Wozu braucht ihr die denn? Ich bin kein Ingenieur, aber wir brauchen sie, um unsere Generatoren zu unterstützen. Auch wenn du die Aufgabe für banal hältst, für uns ist sie sehr wichtig. Schon erledigt. Ich habe zufällig genau das, was ihr braucht. Wirklich? Gut, wenn das so ist, herzlich willkommen. Ich das ist eigentlich so schon erledigt. Ich komme wieder, wenn ich welche habe. Ja, war dumm am Eingang und ich bleib dann, ja. Vault 81. Okay, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo wir an Vault 81 höchstwahrscheinlich betreten. Ja. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.